Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Und heute mal wieder ein ganz normaler Run mit unserem lieben Isaac. Denn ich glaube, wir brauchen nur noch ein Teil für das Polaroid, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, da hätten wir hier mal gleich einen blauen Stein. Können wir gleich mal die Bombe legen. Und bekommen natürlich eine goldene Kiste und einen Schlüssel haben wir natürlich nicht. Doch, haben wir. Oh, das hat sich doch sogar gelohnt. So, kommt mal her, meine lieben Fliegen. Den Shop bitte nicht aufsperren. Karte. The Emperor. Ja, ich würde allerdings jetzt gerne den Itemraum finden, ne? Um meinen Würfel auch sinnvoll nutzen zu können. So, da bekommen wir natürlich gleich wieder zwei Bomben. Das ist nice. Ist vielleicht hier der Geheimraum? Nein. Wow. Ja. So, jetzt du. Komm her. Komm doch her, du kleine lästige Fliege. So, was hätten wir hier denn? Die Forever Alone Fly. Müsste das eigentlich sein. Ich werde mal kurz zuerst den Boss machen. Denn rerollen kann ich eh nicht mehr. Das heißt, wir machen jetzt den Boss. Gucken, welches Item wir bei ihm bekommen. Und vielleicht kann ich ja dann Würfel dann doch noch einsetzen. Ich vermute aber, dass sich das Item... Aua, Gott! Nur verschlechtern wird. Ich kenne doch mein Glück mit Isaac und dem Würfel. Oh, kommt schon. Ja, lass mich in Ruhe. Bleib da oben. Unser Schaden ist brutal. Larry Jr. braucht 3 Stunden, bis er down geht. Oh, da ist Kacke. Das ist alles äußerst beschissen. So könnte man es wirklich nennen. Es ist alles äußerst beschissen hier in dem Raum. Ich habe mich selbst eingesperrt. So. Nummer 1 ist down. Nummer 2 folgt auch gleich. Aua, wenn ich hier nicht schon wieder so viel Schaden kriegen würde. Ey, und könntest du mal aufhören, hier den ganzen Raum einzuscheißen? Machen wir so. Ein Tears Upgrade. Eine Karte. The High Priestess. Ja, die nehme ich mir mal mit. Das sammeln wir noch ein. Das nehmen wir mit. Und was ich nicht verstehe, normalerweise hätte hier über dem... Hätte der Geheimraum sein müssen. Muss ich jetzt nicht verstehen. So, wir werden mal noch eine Bombe opfern. Und zwar für hier. Auch nichts. Jo, dann eben nicht. Es geht weiter. Also wirklich überzeugend tut mich der Run hier noch gar nicht. Ja. Warum werden die eigentlich nicht geslowt? Oh, the moon. Nein. So, jetzt du. Komm. Ja. Das erinnert mich wieder so an den Run mit Kane. Schön die Pillen. Oh, Luck up. Jo, warum nicht? So, wir werden hier noch kurz die Kacke wegräumen. Werden dann die Karte benutzen, um uns in den Geheimraum zu teleportieren. Und werden uns natürlich danach die High Priestess Karte wiederholen. Oh. Money, money, money. So. So, komm schon. Münze. Ich möchte mir natürlich meine Karte wiederholen. Da, da, da. Oh. Wie nett. Na, kommt mal runter hier. So, hier mal das Zeug aus dem Weg räumen. Das noch in die Luft sprengen. So, was hätten wir denn hier? Ja. Super. Und wo ist der Itemraum? Der hat sich wieder irgendwo versteckt.
So, eine Pille. Oh, Speed Upgrade. Und irgendwie habe ich kalte Hände. Na klar, habe ich jetzt wirklich aus Versehen die Karte benutzt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was mache ich heute denn wieder? Ich schiebe es mal auf meine kalten Hände. So, komm mal her. So, ein Schlüssel für uns. Die Kacke wegräumen und weiter geht's. So, wieder kein Itemraum. Das sieht wahrscheinlich wieder so aus, dass ich den Würfel nur einmal benutzen kann. Weil sich der Raum wieder so versteckt oder ich quasi wieder den falschen Weg laufe. Man müsste es ja so sagen, ich suche mir ja immer den längsten Weg aus. Okay, Bomben haben wir nur eine, das ja, ist ein bisschen schwierig. Das heißt, wir werden hier mal weiterlaufen. Super, jetzt finde ich natürlich vorher den Boss. Okay, dann würde ich doch sagen, wir machen vorher sogar den Boss. Gucken, welches Item er uns gibt. Mitnehmen, mitnehmen. Ach komm, Shop. Die Leiter. Die Leiter könnte ich mir sogar mitnehmen. Ach kommt, was soll's. Leiter mitnehmen, ab zum Boss. Oh, hallo Widow. Oh, komm schon, meine Forever Lone Fly. Du bist in falscher Position. Jetzt aber. Ja, nicht anständig erwischt. Irgendwie ist Widow nie da, wo meine Forever Lone Fly ist. Aber... So, stirb jetzt. So, einen Knubbel. Und den zweiten auch noch. So, ein HP-Upgrade, das nehme ich mit. Das heißt, wir können jetzt noch nach dem Itemraum suchen. Vielleicht bekommen wir jetzt ein schönes Item. So, keine Ahnung, Blood of the Martyr oder so. Irgendein Damage-Upgrade vielleicht. Das wäre es jetzt. So, na komm her. So, gut, dass ich mir meine Bombe aufgehoben habe für den hier. Für ein Seelenherz, okay. Oh, Super Meat Boy Fan. So. Super Meat Boy, Super Fan. Ja, warum nicht? Ein schönes Item. Echt ein schönes Item. So, dann... Jo, ab nächste Ebene, ne? Mehr bleibt dem nicht hinzuzufügen. So, endlich aus dem Keller draußen. Das heißt, es kann nur noch schlimmer werden. So, ab nach rechts. Und irgendwie bluten wir hier alles voll. Aua. So, komm schon. Eine Bombe. Boah. So, was hätten wir denn hier? Nein, ich brauche meinen Schlüssel noch. Den kann ich hier nicht so einfach ja, benutzen. So, und jetzt du noch. Komm her. Schlüssel. Aber ich habe immer noch nicht genug Damage, denn ich brauche für die Fliegen immer noch zwei. Der Damage ist eigentlich dann passend, wenn man hier die Fliegen mit einem Schuss wegmachen kann. So, Schlüssel zu mir. Na komm. So, ich mache zuerst mal den Boss. Oh, hallo Fistula. Na?
Aua. Da war ich ein bisschen zu nah dran. Da wollte ich eigentlich so ein bisschen mit der Forever Alone Fly spielen. Aber hat wohl nicht sollen sein. Oh Gott, da sperre ich mich wieder selbst ein. Ja, nochmal. Weil es so schön ist. Aber... heute wieder die Konzentration und die Reaktionszeit einer Valium. Na? Aber was soll's. Okay. Squeezy würde ich mir sogar mitnehmen für Tease Up. Und jetzt heißt es natürlich wieder Itemraum finden. Und wahrscheinlich wieder so finden, dass ich nur einmal rerollen darf. Aber ja. Ich bin wirklich mit dem Würfel nichts anderes gewohnt. Bäh. Oh. So, ich sollte vielleicht erstmal den hier killen. Oder die Fliege. So, und jetzt kommt ihr dran. Könntet ihr das jetzt mal lassen? Ihr alten, keuchenden Dinger. Ist ja lästig. Oh. Immer feste drauf. Bombe, und was hätten wir denn hier? Den Deadbird. Nee. Ist ja. Ach ja. Die Items werden nicht besser. Ich muss es aber mitnehmen. Denn nochmal rerollen ist nicht drin. So, hier erstmal noch eine Münze. Die Frage ist natürlich wieder, wo ist der Geheimraum? Schwierig, schwierig, schwierig. So, Speed und Range Up. Ist jetzt kein schlechtes Item, aber... boah, da hänge ich schon wieder in der Wand. Also, was das ist, weiß ich im Moment auch nicht. Nein, hier nicht. So, dann würde ich sagen, eine Bombe werde ich noch opfern. Auch nicht. Ach komm, was soll's. Wir werden das Ding hier auch noch mitnehmen. Ja, habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Aber so kann's gehen, ne? Oh, komm schon. Dum, dum, dum. Ihr kleinen penetranten Stalker. Oh, zwei down, die zwei auch noch. Ach ja. Wie soll es auch anders sein? So, komm, geht einfach sterben. Geht einfach sterben. So, das mitnehmen. Ace of Spades. Ach komm, letzte Bombe verschwenden wir jetzt auch noch. Für My Little Unicorn. Und ich habe keine Bombe mehr, dass ich das dann... ach, scheiße. Später rerollen könnte, denn ich könnte ja nach dem Boss wäre ja mein Würfel nochmal fertig. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Okay. Ach, ich habe doch den Boss schon gemacht. Puh. Ja, so kann es gehen. Heute kommen aber auch die Items wirklich zu einem blöden Zeitpunkt. Aber was will man machen? Aber ich hasse euch. Geht einfach sterben. Ihr widerliches Volk. So, halbes Herz. Weiter geht's. Na? Ihr kleinen Spinnen? Ihr habt mich wirklich so gern... ich sehe das schon. Wow. Hat sich mal wieder gar nicht gelohnt. Oh, super Sloth. Aua. Dum-da-dum.
Dum, dum, dum. Du kleines Ekel. Geh er bitte sterben. Nein. Aua. Aua. Danke. Und das immer wieder für eine Karte. Oh Mann. Das Wheel of Fortune. Ja. Ein Blutspendeautomat. Eine Karte. The Chariot. Okay, nix. Nix, nix. Zack. Ach ja. Mom's Pearl. Komm, gib mir mal was Anständiges. Gib jetzt. Gib doch jetzt. Ein sehr geiziger Automat. Nein. Wow. Komm, gib mir die Wahrsagerkugel. Nee. So, komm, die letzten Münzen hauen wir hier auch noch raus. Oh, Curved Horns. So, einmal geht noch. Nein, Curved Horns. Oder den Flat Penny? Nee, ich nehme mir Curved Horns mit. Damage ist immer gut. Ah. So, den Würfel wieder mitnehmen. Meine Curved Horns. Kann ich das Item rerollen? Na super, für den Poison Touch. Oh, the Common Cold. Wieso bekomme ich denn das jetzt erst? Ja. Ne? Wobei natürlich die Wahrsagerkugel schon nice gewesen wäre, denn die hätte uns hier wieder so ein bisschen den Weg gezeigt. Aber ich möchte mal wieder mit meinem Würfel weiterzocken. So. Oh, schade. Oh, der Skeleton Key. Da bin ich dazu geneigt, den mitzunehmen. Ach komm, nehmen wir mal mit. Skeleton Key. Also, die Schlüsselprobleme wären hier schon mal beiseite geschafft. Hier hätten wir ein bisschen goldene Scheiße. Oh, komm schon. Aber die Curved Horns, die waren jetzt gar nicht mal so übel. Ja, kommt her, Fliegen, kommt her. Auch ihr wollt nur spielen. So, genau, das war der Skeleton Key. Ich möchte aber trotzdem noch einmal hier in den Geheimraum. Oh, Transcendence, wir können fliegen. Pillen, ich komme. Das ist ja mal nice. So, böse Pille. Friends till the end. Dann würde ich aber zuerst diese hier nehmen, ein Range Upgrade, und die nehme ich mit. Dann hätten wir das. So. Wow. Wie gut ich Schlüssel brauche. Oh, das Fliegen ist jetzt richtig nice. Also wenn es was Gutes hier in The Binding of Isaac gibt, dann ist es Fliegen. Denn Fliegen ist immer gut. Dann geht es auch ab zum Boss. Bin mal gespannt, wen wir diesmal bekommen.
Die Pestilenz. Lag das vielleicht an der Wahrsagekugel? Und ich glaube, keine Bombe. Könntest du das hier bitte mal aufspringen? Hallo? Dankeschön. So. Jetzt aber mal ein bisschen Damage für die Pestilenz. Aua. Ich habe schon mal vorher Aua gesagt. Man kann ja nie wissen. Übertreib's doch nicht. So, stirb. So, wir bekommen einen Cube of Meat. Den kann ich natürlich nicht rerollen. Ein Seelenherz und das halbe Herz nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Okay. Weiter geht's. Ach, ihr. Mhm. So, so. Was hätten wir denn hier? 10 Bomben. Die würde ich mir auch mitnehmen. Stirb, stirb, stirb. Ich könnte mal wieder so ein bisschen hier die Fliegen gebrauchen. Eine Pretty Fly oder so. So. Aber. Ich mag euch nicht. Au. Ja, ich wollte nur drum rumlaufen. Und was ist, ne? Wir laufen natürlich rein. Oh Gott. Ihr seid so anstrengend. Und ihr könntet mal euer A-Loch bedecken. Das sieht ja furchtbar aus. Oh Gott, was ist denn das für ein Raum? Geht's noch? Dann würde ich doch sagen, zuerst zum Boss und dann den Rest suchen. Mitnehmen, rein da. Oh, wow. Schon wieder einer der 4 Reiter. Aua. Der war fies. Ja, genau. Charge mal ein bisschen. Könntest du bitte mal so ein paar Bomben schmeißen? Aua. Ey. Beruhig dich doch mal wieder. Dankeschön. So, jetzt habe ich hier mal wenigstens ein bisschen Platz. Ah, der war knapp. So, ein Cube of Meat für uns. Oh, was hätten wir denn hier? Zack. Nicht wirklich besser. Dann hab mich doch gern. Ich wollte jetzt aber auch kein Brimstone oder so mitnehmen. Mm-mm. Nee, nee. Musste nicht sein. Schon wieder. Wieso nur immer die? Diese Greets. Die kommen hier schon fast in Rudeln. Wow. Bin ich froh, dass ich hier fliegen kann.